Nee, ich glaube, das ist keine gute Idee. Ich dachte, jetzt ist einer eine Leuchtrakete abgeschossen. Ja, tatsächlich, ey. Wie konnte das nur passieren wieder, ey? Ja, war klar. War klar. Hier machst du es keine 5 Sekunden. Auch immer, wenn du denkst, du bist aus dem Schneider. Da, komm. Ach du Scheiße! Alter, falsche Taste. Mist. Aber du kannst mich nicht sehen. Ich bin euch doof. Du hast eine Waffe, ich nicht. Scheiße. Voll die falsche Taste gedrückt, ey. Jetzt drehe ich wieder um und rauche deine Zigarette weiter. Voll in die Eier, ey. Krass. Mann, 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 Violet. So hart muss man auch nicht sein. Alter. Krass. So, weiter geht's. Okay, ich glaube, wir müssen erst alle erledigen in dem Haus, weil wir können mit dem Boot ja nicht starten. Das macht ja riesig Krach, ohne dass alle das mitbekommen. Finde ein Boot, um den See zu überqueren. Ah ja, diesmal bin ich ein bisschen cleverer. Wusstest du schon, dass Kamm auf den Partisanenkampf in Russland geführt hat? Okay, wir können rein. Da ging's ganz schön zur Sache. Was habt ihr denn mit den Banden gemacht? Ganz einfach. So, wie viel sind's? Wenn wir ein Partisanengebiet durchkämmt haben, wurde alles weggeschossen, was da kreucht und fleucht. Ich habe gehört, dass Partisanen unseren Leuten bei lebendigem Leibe die Augen ausgestochen haben sollen. 4 Stück. Gut, dass du hier in Frankreich bist, nicht im Osten. Hier gibt es viele in der Bevölkerung, die uns helfen. Auch ohne Belohnung. Wir bekommen stapelweise Denunziationsbriefe. Wir können ja gar nicht alle bearbeiten. Manchmal zeigt Spannung sich ja nur aus. Bei so vielen Briefen hat die Gestapo ja kaum Zeit, alle Anschuldigungen zu überprüfen. Am besten alle sofort verhaften. So. Und dann konfisziert er ihre Bankkonten, Häuser, Autos, Möbel. Komm, 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 komm wieder rein. Verdammt! Ich wusste es! Ich wusste es! Ich wusste es! Ich wusste es! Dass das nicht glatt geht. Mann! Okay, jetzt machen wir es noch anders. Wir gehen wieder übers Dach, aber wir machen es diesmal noch leiser. Ich wusste es! Ich wusste es! Ganz ehrlich.
So, komm, dann legen wir dich mal hier hin. So. Ja, sehr schön. So sollst du die Leute mal hinlegen. Nicht die einfach nach vorne schmeißen. Finde ein Boot, um sie zu überqueren, ich weiß. So, jetzt gehen wir da hoch. Wusstest du schon, dass Kamm auch den Partisanenkampf in Russland geführt hat? Ich war damals auch mit dabei. Da ging es ganz schön zur Sache. Was habt ihr denn mit den Banden gemacht? Was hat denn der Kamm gemacht? Hat er die Haare in Reihe und Glied gebracht? Wurde alles abgeschossen, was ich hab gehört, dass Partisanen so unseren Leuten bei lebendigem Leibe die Augen ausgestochen haben sollen. Sei froh, dass du hier entfangen bist. Wir bekommen stapelweise die Initiationskämpfe. Die können wir gar nicht alle bearbeiten. So. Manchmal zeigen sich rivalisierende Banden auch gegenseitig an. Bei so vielen Briefen hat die Gestapo ja kaum. There. A boat I could use. Oh, komm mit. Ja, jetzt siehst du nichts mehr, ne? Tja, wieder mal falsch. Mist. Jo, gut, dass er das Licht ausgemacht hat, aber der ist bestimmt ein Killer, der Kasten dafür, ne? Jo. Oh, wieder ein Briefchen. Was steht denn da? Dear brother, forgive me for not writing sooner. We are very busy hunting. We are cleaning out the partisan gangs. We are having quite a time. You would love it. There are even quite a few women. And afterwards, we often go to the inn, Le Boeuf. They have the wine and the best mademoiselles. Senior Storm Unit Leader Cam sometimes takes two or three trollops up to his room at the same time. Just imagine, you can look right into his bedroom window from an old mill. We found that out by chance. You wouldn't believe what goes on in there sometimes. Maybe I will tell you more next time. I must get back on duty. The owners of the inn here and his whores are supposed to have contact with the resistance. We are going to have a nasty surprise. I will write again soon. Say hello to everyone for me. Heinz. Heinz. Tomatenketchup. Okay, so. Zack, sehr schön. Ne, brauchen wir nicht. Now the crane should work. Ich hoffe es. Ja. Sehr schön, das Licht ausgeknipst und schon ist hier dunkel. So, quatsch hier mal weiter da draußen. Nee. Ist hier wieder einer oder was? Nee. Good. Now I could finally cross the lake. Puh, Gott sei Dank hat das keiner gehört, das Ablassen. Alter, ist das hier dunkel, ey. Alter. Rauch und Dunkelheit. Das Wasser ist zwar kalt, aber sehr erfrischend. Herrlich. Nicht nur das Wasser, meine Süße. Hey, was fällt dir ein? Spaß muss sein. Pass bloß auf, sonst muss ich handgreiflich werden. Oh, handgreiflich? Sehr gern sogar. Ich kann
ja, klingt gut. Vorher holen wir uns aber noch eine Flasche aus dem Weinkeller. Apropos, hast du eigentlich schon gehört, was man von der Mühle aus so alles beobachten kann? Nee, was denn? Von dort aus kannst du heimlich in Kams Zimmer gucken, ohne dass er was merkt. Da geht's manchmal ganz schön heiß her. Ui, dann können wir uns ja noch ein paar Anregungen holen. Pass auf, diese Nacht wirst du so schnell nicht vergessen. They were completely right. An SS uniform. That was just what I needed. Ja, wo können wir uns umziehen? Ach, da. In dem Klo. Ach du Scheiße, dring in die Mühle ein. Okay. Erstmal gucken, wie wir jetzt am besten in die Mühle kommen. Wo ist die denn? Da ganz hinten. Okay. Gehen wir als erstes hier durch. So. Genau, jetzt sind wir wieder auf dem Weg, ne? Geht nie ab. Festigungsankündigung will jemand spielen wahrscheinlich. Oder so, ne? So. Okay, wir müssen gleich irgendwie nach rechts kommen. Ach hier. Mist. Das wäre ja auch zu einfach gewesen. Schade. Also um es einfach zu halten, wenn wir in Kams Zimmer von der Mühle ausgucken, wir sollen den abmurksen. Brauchen wir eigentlich nur ein Scharfschützengewehr. Glaube ich, ja, doch. Aber es wäre aber so einfach, wird es uns wahrscheinlich nicht gemacht. So, sieh da wieder ein alter Benz, ne? Ja, ich weiß, es steht nicht dran, aber früher gab es ja nur Mercedes, glaube ich, mit so Edelkarossen. Das ist das die Mühle? Ja, ich glaube schon. Ach, jetzt Quatsch, jetzt halten die wieder ein Schwätzchen, ne? Auf Gölle! Eine Niederlage oder einen Sieg. Gesoffen wird auf jeden Fall. Wenn wir nur auf den Sieg trinken könnten, wären wir auch schon lange verdurstet. Könnte stimmen. Ist Kam eigentlich schon aufs Zimmer gegangen? Was hat er denn diesmal mitgeschleppt? Das weiß ich. Irgend so eine Schlampe aus dem Dorf. Wart ihr gestern wieder am Spaß in der Mühle? Klar. Das hat mir selbst so einen Spaß gemacht. Ich konnte gar nicht genug bekommen. Wusstest du eigentlich, dass der Führer gar nicht echt ist? Was? Spinnst du? Der ist nicht der echte. Den wir immer in der Wochenschau sehen, bei den Paraden, überall. Das ist in Wirklichkeit nur ein Doppelgänger. Quatsch, das glaube ich nicht. Der Churchill und der Stalin machen das genauso. Die haben auch ihre Doppelgänger, alle machen das. Du bist ja nicht zu retten. Natürlich ist der Führer echt. Wer denn sonst, wenn nicht er? Ich gehe jetzt weiter. Das glaubst du doch wohl selber nicht. Ich geh mal kurz in die Mühle, ne? Mist. Junge, Junge. So viel Spannung ist ja kaum aus. Was zum Teufel? Alter, jetzt mal ohne Scheiß. Was bringt die Uniform? Wenn ich doch eh auffalle. Oh, hier kann man klettern. Dafür war das gut. Ah. Okay. So, wo sollen wir hin? Scheiße. Da. So, das ist auch ganz clever. Dann können wir hier reinklettern. Ich verstehe. So, komm.